Hallo Leute, Clint hier. Ja, ich weiß, diese Waffentarnung sieht einfach nur scheiße aus. Als ich die zum ersten Mal raufgemacht habe, und das sah ich in diesem Spiel hier, dachte ich mir, was ist denn das für eine Ausgeburt der Hässlichkeit, ja? Also wenn es ein Lexikon für Battlefield geben würde, dann würde ich unter H wie hässlich ein Bild von dieser Waffentarnung finden. Also die passt ja mal gar nicht zu der F2000, finde ich einfach nur furchtbar. Aber egal, ich habe sie nie wieder seitdem raufgemacht, also ich werde euch verschonen in den nächsten Videos damit. Was haben wir hier? Caspian Border 2014, eine Map vom Second Assault DLC und der ist ja seit Dienstag draußen für Premium-Member von Battlefield. Und jetzt fragt euch, was, Clint, Premium? Du hast die Premium geholt? Bist du des Wahnsinns? Du bist ein Call of Duty-Spieler, was machst du nur? Ja, ich habe mir Premium geholt, ich hatte einfach Bock, ich hatte keinen Bock zu warten. Ich muss schon auf der PS4 oder PS3, musste ich schon jedes Mal auf DLC. DLCs von Call of Duty warten und ich habe einfach keinen Bock. Ich habe es mir einfach geholt, Battlefield macht mir Spaß, fertig, aus, Ende. Apropos Call of Duty schnell mal einführen, nächsten Donnerstag kommt der Onslaught DLC auf der PS4 raus und da mache ich auf jeden Fall einen Livestream. Checkt also unseren Twitch-Account am Donnerstag, nächsten Donnerstag, so gegen 20 Uhr. Aber zurück zu Battlefield und dieser Map hier, Caspian Border ist auf jeden Fall cool. Ich habe sie in Battlefield 3 paar Mal gezockt, aber auch sehr selten, weil Conquest auf der PS3, Battlefield 3, ich meine, hallo, 12 gegen 12, das ist doch kein Conquest. Also, das war so lahmarschig und langweilig, also ich habe das gar nicht erst gezockt. Und TDM, paar Spielchen, ist schon, glaube ich, so ähnlich. Aber natürlich ist die Optik eine ganz andere auf Next-Gen-Konsolen. Man sieht, sie ist ja ein bisschen jetzt im Herbstmodus, ne, alles ziemlich farbig hier, die ganzen Bäume und so. Sieht schon wirklich cool aus und macht auch Spaß, drauf zu zocken. Ich habe auch viel Conquest auf der Map gespielt, macht auch Bock. Gerade der Teil, wenn man hinter dieser Riesenmauer kommt, die da jetzt ist, ist doch schon mehr so auf Infanterie ausgelegt. Da haben sich auch viele oder einige haben sich da beschwert im Battlelog-Forum, was ich gelesen habe, dass die Map jetzt nicht anders zockt als bei Battlefield 3. Aber das müsst ihr am besten selber verstehen. Ich finde es eigentlich ganz cool, so wie sie ist. Was ich nicht cool finde, ist, wie Domination hier auf der Map funktioniert. Und zwar, hier ist gleich an der Tankstelle ist C, ja, und dann ist A oder glaube ich, oder B ist auf dem Berg. Und auf der anderen Seite des Sees ist noch ein Punkt und dann 10 gegen 10 und es sind 3 Conquest-Punkte, wo 64 Leute normalerweise drauf zocken, ja. Und jetzt spielen hier nur 10 gegen 10, also 20 Leute, zwar natürlich nur 3 Punkte, aber es ist viel zu lahmarschig. Also Domination ist mir, also Herrschaft ist überhaupt nicht gelungen hier auf der Map. Also die normalen Battlefield-Maps in Domination sind ja, haben ja den TDM-Bereich, da funktioniert das Gameplay auf jeden Fall. Aber hier in Domination ist einfach nur langweilig, also zocke ich gar nicht. Also die einzige Domination-Map, die wirklich funktioniert, ist Golf of Oman. Firestorm geht auch gar nicht eigentlich, auch viel zu groß. Wie gesagt, hier Caspian Border funktioniert auch nicht. Metro wollte ich zocken vorhin, nochmal gucken, Domination. Aber ich habe keinen Server gefunden, ja. Das ist auch geil, man bezahlt natürlich für ein Produkt, um einen bestimmten Spielmodus zu zocken oder um jeden Spielmodus zocken zu können, aber es gibt keine Server. Aber vielleicht ist es auch wieder nur verglitscht, ja. Wir kennen es ja von Battlefield, hier ist ja alles Mögliche verglitscht und verbuggt. Leider. Jedenfalls konnte ich keine Server für den TDM-Server, habe ich auch noch nicht mal gefunden, ja. Also, naja, was soll's. Alle zocken halt Conquest, ne. Ist halt der Königsmodus von Battlefield, ist klar. Und ich habe mich jetzt auch dran gemacht, wirklich ein bisschen Conquest zu zocken, weil ich will da auch mal reinkommen in diesen Modus, weil am Anfang ist es so, da kann man leicht so überwältigt werden, wenn man so Kotzocker ist, ja, von dem ganzen Chaos, ja, weil es gibt tausend Sachen, die man machen kann, 80.000 Punkte einzunehmen, ja, jetzt natürlich übertrieben formuliert, deswegen muss man da eine Weile zocken. Aber die F2000 kann man in jedem Scheißmodus freischalten, ist scheißegal, jedenfalls muss man 10 Kills in der Metro machen und 10 Assists und ich habe es beim zweiten Spiel geschafft, wo ich es tryhardig versucht habe. Und auf Rush und kurz vor Schluss habe ich einen Assist gekriegt, also den zweiten Kill-Assist-Ribbon da und dachte so, oh mein Gott, wieso wird jetzt die F2000 nicht eingeblendet, weil das Spiel war kurz danach vorbei, aber im Menü habe ich sie Gott sei Dank gefunden, ey, und diese ganzen Aufträge, die DICE immer gibt, um Waffen freizuschalten, nerven eh sowieso ziemlich und manchmal sind sie auch total verglitscht, zum Beispiel wollte ich diese AS-Wall freischalten da, oder Val, wie man die auch ausspricht, keine Ahnung, und da musste ich irgendwie 10 Minuten mit dem Helikopter durch die Gegend fliegen, aber ich schaff's nicht. Egal, wie oft ich da im Helikopter sitze, da ändert sich nie was an der Zahl, ja. 600 Sekunden steht da, da steht immer 0 bei mir. Egal, wie oft ich im Helikopter sitze, wo ich im Helikopter sitze, spielt keine Rolle. Immer steht 0 da, ja.
Die 10 Squad Repairs habe ich geschafft. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Muss mal gucken, wie ich die Waffe freischalte. Vielleicht kriege ich sie auch gar nicht. Wow, bei DICE ist alles möglich bei Battlefield 4, wa? Alles ist möglich, Leute. Bei Battlefield 4. Dass ich erstmal Waffen kriegt, wenn jemand eigentlich bezahlt hat. Aber Hauptsache, ich habe dieses Biest hier freigespielt, die F2000. Die ist auf jeden Fall cool. Und jetzt guckt euch das mal an. Und oh, Panic Knife, Panic Knife. Ich war gerade beim Nachladen und oh, jetzt krieg ich das Ding mal selber reingerammt in den Bauch. Werd aufgeschlitzt, aufgespießt, wie ein wildes Schwein werde ich erledigt. Okay, ich übertreibe ein bisschen. Aber ich finde es cool bei Battlefield, dass dieses Gemessere von vorne einfach nicht belohnt wird, ja. Er kriegt ja die Möglichkeit hier zum Kontern, das hat er gemacht. Aber manchmal klappt das ja, wenn jetzt ein Noob da ist wahrscheinlich oder so, der völlig überrascht ist oder so und das nicht kennt. Aber ansonsten hat man da eigentlich keine Chance mit, von vorne einen bei Battlefield einen zu messern, was ja bei Call of Duty übertrieben nervig ist schon immer gewesen. Das war's von mir, Clint out.